Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach langer, langer Auszeit von mir habe ich mich jetzt entweder ein bisschen zusammengerissen und ich denke, wir gehen wieder weiter. Gemeinsam unseren Weg, und zwar ich mit euch und ihr mit mir. Also von dem her, let's go, ho, ho. Und für heute schauen wir uns das neue Last Day on Earth Update 1.12.2 an. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken und los geht's. So, Dalla, Freunde, da wir jetzt schon einmal hier sind, wie ihr seht, bei mir hat sich einiges geändert. Ich spiele jetzt hier wie nach wie vor am Handy, aber die ganze Sache tue ich jetzt über den Computer aufnehmen. Also nichtsdestotrotz gehen wir hier mal los. Ich hoffe, dass das mit der ganzen Bildeinstellung hier von hier nach hier alles passt und dass ihr ordentlich was seht. Ansonsten muss ich das noch ein bisschen anpassen. Wie gesagt, wird jetzt mal so ein kleiner Test quasi, auch für mich, wie das dann hinten raus aussieht. Alles klar, neu in Version 1.12.2. Keller, Wissenschaftler und das Militär haben in der Vergangenheit jede Menge Experimente durchgeführt. Einige von ihnen waren der Meinung, dass man mit unterirdischen Zufluchtsorten den letzten Tag auf der Erde überleben könnte. Einige Keller sind weiterhin bewohnt, die anderen vegetieren die lebenden Toten. Und all die langen Jahre waren sie genau vor ihrer Nase. Tja, hätte man mal eher wissen müssen, wa? So, weiter, genau. Wenn Sie diese Keller finden wollen, müssen Sie die normalen Ressourcenstandorte, sprich gelber Wald, grüner Wald, roter Wald, Steinbruch, gelb, grün, rot, besuchen. Sorgfältig erkunden. Der geheime Eingang befindet sich an einer Stelle, an der Sie es am wenigsten erwarten. Insgesamt gibt es 5 Keller und in jedem davon gibt es andere Beute und Bewohner. Wenn Sie sterben, verlieren Sie alles und können nicht mehr in den Keller zurückkehren. Viel Glück. Kleine Anmerkung gleich dazu. Es sind insgesamt 5 Keller, aber jeder Keller hat ungefähr 2 Varianten. Also kommen wir insgesamt auf 10 unterschiedliche Keller, die wir uns jetzt natürlich nicht alle angucken können, aber ich werde euch das natürlich nachreichen. Wie gewohnt, in üblicher Manier, wie geht's am schönsten, wie geht's am sparsamsten, wie können wir da unten zurechtkommen. Okay, Sektor 7. Das letzte Update von Sektor 7 brachte uns den Bergmann, einen neuen Boss, den nur wenige Clans töten können. Und die Kommentare in den sozialen Netzwerken waren voller Aufrufe, die neuen Mitglieder rekrutieren. Für die Spieler, die beim Besiegen des Bergmanns gerne einen wilden Abend verbringen möchten, haben wir die Anzahl der Gegenstände verringert, die sie für die Reparatur des Sektor 7 Terminals erforderlich sind. Sprich also. Die Eingangstour zum Sektor 7 wurde nochmal billiger, also müsste jetzt fast für jeden eigentlich halbwegs schaffbar sein. So, News, vergessen Sie Gerüchte und Spekulationen. Ja, das schauen wir uns gleich an. Also, das ist jetzt nichts. Wir sagen einfach mal Danke und gehen mal rein ins Spiel. Mal gucken, ob das hier so ganz gut aussieht. Weil ich habe es zwar hier Vollbild, aber hier habe ich irgendwie links und rechts noch komisch einen schwarzen Streifen dran, was mir gar nicht so gefällt. Ein paar Sekunden später. Alter, sind die hier total bescheuert oder was? Kriegen die das auf scheiß Samsung nicht mal hin, den scheiß Display so zu spiegeln, dass der Sound mitgeht, Mann? Eine Ewigkeit später. Okay, alles klar, ist doch. Bitte, läuft. Läuft. Also die ersten paar Minuten kannst du jetzt erstmal. Da bist die Kamera, kannst du erstmal komplett wegschmeißen, den mal. So, Freunde, da sind wir auch schon im Spiel angekommen. Wie ihr sehen könnt, hier neues Equipment. Ich mache das jetzt hier über den Computer. Spielen nach wie vor übers Handy. Deshalb, ihr könnt das hier sehen. Zack, da. Das ist das, was ihr seht, was ich gerade spiele. Und also schauen wir uns als erstes mal die Änderungen an. Wenn wir zu Hause sind, ist natürlich für uns jetzt auch erstmal entscheidend. Hier oben haben wir jetzt im Help-Menü, also hier oben, wo das Zahnrad ist, könnt ihr jetzt quasi einen Newsflash aufmachen. Habt ihr hier jetzt ein paar News. Hier habt ihr ein paar Blogs und so weiter und so fort. Könnt ihr euch belesen. Also finde ich gar nicht schlecht. Haben sie schön gemacht. Habt ihr jetzt hier oben im Zahnradmenü. Wenn wir jetzt weiterhin zu Hause rumlaufen und alle von uns, die schon ein bisschen länger spielen, werden das wahrscheinlich kennen. Diese hässliche Baustelle. Ups, an der Kiste hängen geblieben. Check die Wurst. Ja.
diese hässliche Baustelle, wo ich jetzt gerade nicht reinlaufen kann, warum zur Hölle auch immer, seht ihr, dass sie den Skin vom ATV endlich mal geändert haben. Und das, so wird in Zukunft das ATV aussehen. Oh, weißt du was? Geh mir nicht auf den Sack. Ja. Wir machen jetzt hier mal die ganze Scheiße weg. Die Wand hat mich eh schon länger gestört. Und wie ihr sehen könnt, das ATV sieht jetzt mächtig, mächtig geil aus. So, als erstes haben wir jetzt noch bei uns in der Base, weil ich mich gerade jetzt mal kurz meines ganzen Krames entledigt habe, haben wir jetzt neu, auf jeden Fall habt ihr jetzt hier eine Schadens pro Sekunde Anzeige, DPS hier oben in der Mitte, hier oben beim Baseballschläger. Ich wackel jetzt mal. Hier seht ihr da, DPS, da kriegt ihr jetzt für alles, was ihr modifiziert, quasi angezeigt, wie viel Schaden pro Sekunde diese Modifikation bringen würde. Na? Hier bei dem Ding wäre das jetzt zum Standard-Baseballschläger, die Verringerung. Und dann werden wir jetzt hier noch die Griffe gucken. Das wäre nochmal eine Verringerung. Und das ist quasi nochmal eine Verringerung. Also eigentlich ist mein Baseballschläger jetzt quasi Schadens pro Sekunde technisch langsamer. Wenn wir uns jetzt die Sache hier im Fall der Pistole angucken, ist es natürlich etwas besser zu sehen. Also ihr seht, ich mache jetzt mal so, dass ich erstmal alle Mods wegmache. Genau. Check. Also wir sehen, eine Standardpistole hat jetzt quasi 66 Damage pro Sekunde und für jede Modifikation, die ich jetzt hier anbringe, seht ihr hier zum Beispiel, das leichte Magazin würde 70 machen, das etwas mittelgroße Magazin würde 69 machen. Und das ganz große Halbmagazin, wie ihr seht, nicht nur, dass sich oben die Werte verändern, sondern auch die DPS würde 73 machen. Jetzt haben wir hier noch diverse Aufsätze, das Rotpunktvisier. Also Kimme und Korn macht da jetzt keinen Unterschied. Nur die Reichweite steigert sich halt durchs Rotpunktvisier und die zwei fortgeschrittenen Modifikationen. Habe ich jetzt halt noch nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt hier das Rotpunktvisier, jetzt haben wir 74 DPS. Jetzt haben wir hier natürlich die Auswahl zwischen Mündungsbremse und Schalldämpfer. Hätten wir 79 DPS mit dem Schalldämpfer, also Damage per Second, Schaden pro Sekunde. Dann haben wir hier den leichten Schlitten, den ich am Anfang viel benutzt habe, weil er einfach zu craften ist. Und hier würde ich aber dann doch, wenn man die Modifikation einmal bekommen hat, würde ich dann halt den voll modifizierten Schlitten nehmen. Das machst du mal jetzt schon bei 93. Und hier unten habe ich jetzt gerade noch keine Mega-Modifikation fertig. Also eine voll aufgemotzte Glock würde quasi, macht jetzt quasi 93 Schaden pro Sekunde. Nur, dass wir das mal ganz kurz erklärt und erläutert haben, gehen wir weiter. So, und vor allem die größte Veränderung, die wir gleich sehen werden, sind, dass ihr jetzt auf diesen neuen Karten, also auf den neuen Karten Quark, auf den Maps von Grün, Gelb und Rot, hauptsächlich Wälder und Steinbrüche, müsst vielleicht das Motorrad auch mal mitnehmen, wenn man es sich präpariert hat. So, ne? Wenn wir jetzt hier schauen, werdet ihr in den ganzen Waldgebieten und auch in den Steingebieten auf neue Sachen treffen. Und zwar habt ihr eine 25-30%ige Chance, wenn ihr jetzt so einen Wald oder so einen Steinbruch betretet, dass ihr quasi dort eine zerstörte Basis vorfinden werdet. Und diese Basis wird dann auch meistens einen Keller beherbergen. Die Basis ist meistens in der Mitte. Muss mal gucken, ob wir jetzt hier gleich Vorführeffekt eine kriegen.
Jo, hier hatten wir jetzt keine. Weil die hätten wir jetzt schon gesehen. Gut, gehen wir weiter. So, probieren wir es mal im gelben Wald. Viel weiter wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also rot muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wenn nicht, dann probieren wir mal Steinbruch, grün und gelb. So. So, da sind wir auch schon im gelben Wald. Schauen wir uns hier mal kurz um. Ist natürlich durchaus gefährlicher und die Karte ist ein bisschen größer. Behaupten, wir haben jetzt hier auch keine. Ja, gut. Auch wieder keine Base. Na, probieren wir es mal im Steinbruch. Wir haben ja noch ein bisschen Energie. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt mal im grünen Steinbruch angekommen. Und wir schauen uns mal schnell um, ob wir hier was finden. So, na. Zerstörte Base, wo dann auch dementsprechend ein Kellergewölbe dabei ist. Wie gesagt, die sind relativ mittig auf der Base normalerweise zu finden. Also auf der Karte sollten die relativ mittig zu finden sein. Oh, yes, baby. Wir haben gerade mal Glück gehabt. Muss aber ganz ehrlich dazu sagen, ich habe jetzt schon 3, 4, 5 Versuche vorher gemacht. Wie ihr sehen könnt, habt ihr jetzt hier so ein zerstörtes Haus, wo ihr noch ein paar Kisten drin habt oder Regale oder was auch immer. Wie gesagt, es gibt von jedem Keller gibt's 2 Varianten. Und wie gesagt, ihr könnt dann quasi Keller immer 2-mal kriegen. Also unterschiedlich. Gut, da kommt sich die Dose gerade recht, um mitten ihn ins Gras zu beißen. So, Büchsen weg. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier einen geheimen Kellereingang. Super geheim. Und schon sind wir im Keller angekommen. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal diesen Keller. Oh, geht eine Weile. Ich bin beschäftigt, sagt der Überlebende hier. Ja, schön. Grüß Gott, Herr Breil. Dann machen wir das doch auch. Oh, besetzt. Da sitzt einer auf dem Cheathouse. Junge, Junge, kannst du nichts zusperren? Sowas aber auch. Mir geht's auch nicht gefallen, wenn sie mich beim Scheißen stören. So, wie ihr jetzt sehen könnt, gibt's in diesen Kellern unterschiedliche Sachen, unter anderem auch Kupfer. Kupfererzhaufen. Und für diese Kupfererzhaufen solltet ihr natürlich eine Spitzhacke dabei haben, quasi so gesehen. Was? Das hast du nicht. Was hat er jetzt gesagt? Hä? Ah, wir gucken mal durch, was wir für ein Loot finden. Bandagen, Essen, Benzin. Guck mal, alles hier brauchen. Bandagen sind immer gut. Okay, hier haben wir eine Tür, eine offene Schwere. Könnte man sich mal merken, hier hinten war ja auch noch was drin.
So, wie gesagt, hier ist jetzt noch ein Kupferhäufchen. Dazu bräuchten wir aber mal eine Eisenspitzhacke, die ich aber gerade jetzt nicht an Bord habe, sondern im Moped liegen habe. Was ist mit ihmchen denn los? Die Hypothese muss überprüft werden, okay? Merkwürdig. Ich würde sagen, der ist rotzenvoll. Ja gut, der Keller, der war jetzt relativ einfach. Möchte ich behaupten. Wir krabbeln mal wieder hoch und holen mal schnell die Spitzhacke noch. Das wollte man gerade mal nicht, aber okay. So, ist das Häusel jetzt eigentlich weg oder? Nö, das ist noch da. Also heißt, wir könnten ja vielleicht noch mal reingehen. Weil, wie ihr gesehen habt, wir sind raus aus dem Keller und waren dann quasi beim Motorrad. Jeder nach Wege, ich bin beschäftigt. Was ihm nicht gefällt, ist mir scheißegal. Wir nehmen auf günstige Art und Weise ein bisschen Kupfer mit. Auch wenn es nur eins ist. Aber besser haben als brauchen. Gut, weitere Türen kann ich jetzt hier nicht sehen. Ihr solltet auch immer mal an den Wänden lang gucken, ob sich euer Handsymbol verändert. Weil manchmal gibt es auch Wände, die zugenagelt sind, die quasi nochmal Türen, wo ihr dann aufhacken müsst mit einem Eisenbeil oder so, noch sein könnten. Aber die sind normalerweise ein bisschen besser gekennzeichnet. Also wie dieses Feld hier zum Beispiel, das würde sicherlich in einer anderen Variante des Kellers vielleicht was zu bedeuten haben. Ihr seht, das Wandsegment hier ist andersfarbig. Gut, ihm kann ich sowieso nicht ans Leder, schade. Ja gut, das war jetzt ein einfacher Keller, aber auf alle Fälle habt ihr gesehen ungefähr, was hier so abgeht. Und wie gesagt, es sind nicht alle Keller so friedlich wie der, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und ich würde sagen, dass wir uns die Keller beim nächsten Mal gemeinsam genauer anschauen. Da wäre ich dafür und ich würde sagen, wir beide machen dabei mal Ciao Ciao und ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao.